Alain Delon wurde als eines der schönsten Gesichter seiner Zeit auf der Leinwand gepriesen. Nachdem er in unzähligen Filmen mitgewirkt und zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen gewonnen hat, müssen sich die Fans nun von ihm verabschieden. Alain Delon ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Seine drei Kinder gaben dies der Presse bekannt. Der legendäre französische Filmstar ist friedlich in seinem Haus verstorben. Die Todesursache wurde nicht konkret mitgeteilt. Sein Gesundheitszustand hat sich im Laufe der Jahre verschlechtert, seit er 2019 einen Schlaganfall erlitt. Danach zog er sich auf sein altes Anwesen in Douchy in der Region Val de Loire in Frankreich zurück. Alain Delon wurde 1935 in Sceaux, einer kleinen Gemeinde an der Seine in Frankreich, geboren. Delon galt als einer der führenden Kultur- und Filmschauspieler des 20. Jahrhunderts und entwickelte sich zu einem der führenden europäischen Schauspieler der 1960er, 1970er und 1980er Jahre. Sein Stil, sein Auftreten und seine Rollen machten ihn zu einer internationalen Ikone und machten ihn nachhaltig berühmt. Das Leben des erfahrenen Schauspielers hat viele Veränderungen erfahren. Als er 4 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Danach ging seine Mutter wieder weg. Als Kind wurde Alain Delon oft wegen seiner Ungezogenheit von der Schule verwiesen. Als Erwachsener trat Alain Delon in die Armee ein, wurde jedoch wegen mangelnder Disziplin zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und 1956 aus der Armee geworfen. Danach arbeitete er in vielen Berufen, unter anderem als Kellner und Lieferbote. Dank des Glücks wurde er von Manager David Selznick entdeckt und öffnete ihm die Tür zum Einstieg in die Filmindustrie. Er studierte Englisch, um seine Karriere voranzutreiben. Seine erste Rolle spielte er 1957 in dem Film Quand la femme s'emmêle von Yves Allégret. 2 Jahre später spielte er die Hauptrolle in dem Film Drei Mörderinnen, der in Frankreich sehr erfolgreich war und dann in den USA gezeigt wurde. 1960 wurde Alain Delon mit seiner Rolle im Film Purple Noon zum Star. Danach wirkte er kontinuierlich in vielen anderen Filmen mit und arbeitete mit führenden Regisseuren dieser Zeit wie Luciano Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni oder Louis Malle zusammen. In 60 Jahren spielte er in etwa 90 Filmen und Fernsehfilmen mit, darunter Rocco und seine Brüder, Plein Soleil, L'Eclisse, Der Leopard und Lost Command. Er verfügt über die Fähigkeit, sich auf vielfältige Weise zu verändern und wird von Publikum und Experten sehr geschätzt. Dies hat ihm geholfen, der führende männliche Protagonist des französischen und internationalen Kinos zu werden. Allerdings versuchte er es einmal in Hollywood, war jedoch erfolglos. Alain Delon gründete einst die Firma Delbo Productions und produzierte eine Reihe von Filmen für sich. Der Schauspieler hat auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten, die seine beruflichen Fähigkeiten würdigen. Talentiert, aber auch ein Star mit vielen Skandalen. Alain Delon hat eine komplizierte Liebesgeschichte. Während der Verlobung führte er eine außereheliche Beziehung und bekam sogar ein eigenes Kind. Außerdem hatte er viele kontroverse Aussagen. Alain Delon sagte einmal, er habe nichts gegen öffentliche Kritik an seinem Lebensstil. In den letzten Jahren seines Lebens sagte er, er sei von der Filmindustrie desillusioniert gewesen. Allerdings trat er auch im Alter von über 70 Jahren noch in einigen Filmen auf. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm channel Deutsch TV Show. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hy vọng các bạn đã có những giây phút giá trị tuyệt vời.